Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. In diesem Film möchte ich euch ausnahmsweise mal keinen weiteren Reisedokumentarfilm präsentieren, sondern ich möchte einmal wieder ein bisschen Hintergrund geben, wie meine Filme überhaupt zustande kommen. Ich habe ja schon euch einmal in einem weiteren Video meine Travel Essentials gezeigt. Die verlinke ich euch natürlich mal hier oben links, rechts, immer irgendwie oben. Die könnt ihr euch auf jeden Fall ja nochmal angucken. Und typischerweise, wenn es so um das Thema Q&A geht, die drehe ich doch meistens immer gerne vor besonderen Kulissen. Aber dieser Film entsteht mal hier tatsächlich in meinem Studio. Und heute möchte ich euch mal meine Reiseplanungstabelle vorstellen. Denn ich glaube, jeder gute Reisefilm, der hat schon so ein bisschen sowas wie ein Storyboard. Ich meine, ich bin eigentlich gar nicht so der Fan, eine Reise bis ins allerkleinste Detail durchzuplanen. Insbesondere, wenn man zum Beispiel so nach Kanada, die USA oder auch Australien zum Beispiel fliegt, da reicht es eigentlich, wenn man sich nur einen Flug bucht und vielleicht noch einen Mietwagen dazu und den Rest, naja, den macht man irgendwie so vor Ort. Aber um die Zeit im Ausland möglichst sinnvoll zu nutzen und vor allem auch, damit so ein bisschen Dramaturgie bei so einer Reise reinkommt, ist es durchaus gar nicht so schlecht, dass man sich im Vorhinein schon mal Gedanken macht, wo schläft man, wo wird man in etwa wann, zu welchem Tag der Reise sein. Das sind alles solche kleinen Details, die kann man in dieser sogenannten Reiseplanungstabelle berücksichtigen. Ich verbringe grundsätzlich durchaus gar nicht so wenig Zeit, so eine Reiseplanungstabelle zusammenzustellen. Es kommt auch immer ein bisschen auf das Land drauf an. Zum Beispiel Namibia habe ich innerhalb von 3 Wochen zusammen recherchiert. Und andere Länder, die vielleicht auch ein bisschen mehr Recherche bedürfen, ich erinnere mich da zum Beispiel an Peru, da habe ich durchaus ein halbes Jahr verbracht, um alles rauszusuchen, das, was ich so sehen möchte. Ich würde sagen, ich steige jetzt einfach mal direkt ein und zeige euch mal in gewissen Schritten, wie diese Tabelle entsteht und wie ihr sie vielleicht sogar nutzen könnt, um auch eure Weltreise zu planen. Dann würde ich sagen, los geht's. Bevor wir uns meine eben zitierte Reiseplanungstabelle ansehen, sollten wir natürlich auch erstmal einen Blick auf die Landkarte werfen. Insbesondere bei Autotrips ist das ja ganz wichtig. Und wie ihr hier schon sehen könnt, das ist Südafrika. Und ich möchte euch das in diesem Film hier mal anhand von meinem Südafrika-Trip zeigen. Das erste, was ich meistens mache, ich gehe einfach erstmal zu irgendeinem Kartendienst und mache einfach mal ganz banal einen Screenshot von dem Land, damit man einfach mal so sieht, wo das überhaupt alles ist, wo man hin möchte. Und ich nehme ja natürlich auch mal an, ihr wisst ja schon in etwa, wo ihr hin wollt. Und in einem ersten Schritt male ich mir jetzt hier auf diese Karte mit irgendeiner Grafiksoftware mal gewisse Punkte auf, die mir jetzt gleich als Orientierung dienen. Und wie wir hier schon sehen können, habe ich hier auch schon mal so grobe mögliche Fahrstrecken eingezeichnet. Insbesondere hier unten gleich mit mehreren Optionen, ob ich jetzt hier nun gleich direkt drüber fahre. Oh, hier sehe ich, habe ich noch eine Querverbindung vergessen, aber gut, das kommt vor. Oder auch hier unten könnte man direkt fahren oder hier hat man einfach mehrere Optionen. Ja, letztendlich stellt sich natürlich jetzt die Frage, wie lange braucht man denn eigentlich für diese einzelnen Punkte, wenn man sie denn tatsächlich abfahren möchte? Und da nehme ich mir einfach einen Internetkartendienst und rechne das einfach mal durch. Zum Beispiel lasse ich ihn mal von diesem Punkt hier zu diesem Punkt fahren oder von diesem Punkt zu diesem Punkt. Und wenn ich die ganzen Zeiten alle rausgesucht habe, dann kann ich die hier auch eintragen. Das Ganze sieht dann hier so aus. Und kann man ganz einfach sehen, das hier sind 548 Kilometer und da sagt die Navi-Software im Internet, dafür werde ich also gute 5 Stunden brauchen. Hier unten, das ist ein kleinerer Hopser, das sind nur 190 Kilometer bei in etwa 2 Stunden. Oder hier auch so ein ganz kurzer Hopser auf der Landkarte, das sind dann 82 Kilometer und dafür sagt er mir, dass ich immerhin eine Stunde brauchen soll. Ja, und ganz klar, alles das, was jenseits der 500 Kilometer am Tag zu fahren ist, das ist für mich eigentlich schon ein gesamter Tag. Das heißt, da weiß ich also schon im Hinterkopf, an diesem Tag werde ich nicht mehr viel schaffen. So, dann würde ich sagen, willkommen in den heiligen Hallen. Ja, und wie ihr seht, das Ganze ist nichts weiter als ein Tabellenkalkulationssheet, der eigentlich, ja, prinzipiell ist es eigentlich auch nichts weiter als ein virtuelles Kalenderblatt für eben einen gewissen Zeitraum. Und das hier abgebildet sind die einzelnen Tage. Das heißt, hier sind wir irgendwo im Morgenbereich, dann kommen wir irgendwann so in den Mittagsbereich, Nachmittagsbereich und dann kommen wir hier in den Abendbereich. Das heißt, ich mache mir immer so Notizen von morgens bis abends, was an diesen einzelnen Tagen passieren wird. Und ich finde es auch immer ganz wichtig im Vorhinein, sich ein bisschen in die Tage einzudenken, was wird passieren, was könnte man zeitlich optimieren und so weiter. Ja, als erstes sollten wir vielleicht mal hier unten diesen Zeitbereich noch optimieren und die Tabelle nämlich insgesamt, weil in diesem speziellen Fall habe ich nämlich ein bisschen mehr Zeit gehabt.
So, und dann kommen wir hier an den 4.10. Und dann wären wir schon beim Sonntag. So, und wenn wir schon vorne mal gucken, das hier ist dann die erste vollständige Woche. Die trage ich mir hier immer noch ein. Dann hat man immer eine super Übersicht. Das ist die zweite vollständige Woche. Und dann kommen wir hier zur dritten vollständigen Woche. Dann haben wir schon mal so die Grundstruktur. Und ich habe hier oben schon angefangen. Die 1 verrät mir, das soll der erste vollständige Reisetag sein. Das heißt, an diesem Tag plane ich also dann loszufliegen. Das heißt, das ist der zweite vollständige Reisetag. Das ist der dritte vollständige Reisetag. Naja, und das zieht sich jetzt hier so durch. Das mache ich mal eben schnell fertig. Und dann seht ihr gleich das Ergebnis. So, und das ist dann der 23. Reisetag und damit der letzte. Da komme ich dann also geplant wieder irgendwann an. Einen 24. Reisetag wird es nämlich nicht geben, weil hier ist nämlich geplant ausschlafen. Genau. Ja, damit wäre dann das Grundgerüst jetzt sozusagen erstellt. Die nächsten Schritte, die wir jetzt parallel unternehmen müssen, wäre dann schon mal so langsam den Flug buchen. Und es geht dann auch schon so langsam daran, das Auto zu buchen. Aber das werde ich jetzt hier mal ein klein wenig abkürzen. Es gilt jetzt so langsam aber sicher, die Reise weiter den Rahmen aufzubauen, und zwar natürlich mit den Transfers. Und der Flug ist natürlich immer der Dreh- und Angelpunkt. Wir gehen davon aus, wir haben jetzt einen guten gefunden, mit auch den Zeiten, die uns gefallen. Das ist ja auch immer nicht so ganz einfach. Ja, und die Flugzeiten habe ich prinzipiell schon alles das Wesentliche für den Abflug hier aufgeschrieben. Und ich schreibe das deshalb so detailliert auf, damit ich nämlich nicht extra jedes Mal das Flugticket raussuchen muss. Hier steht schon eigentlich alles drin, was an diesem Tag passieren wird. Ich fange mal mit dem Flug an. Es geht los von Frankfurt abends um 22.05 Uhr. Ich werde auf Sitz 65A sitzen und der Flug geht 10 Stunden 35. Und der Flug hat die Nummer, naja, ABC, keine Ahnung, XX123 habe ich jetzt hier mal eingetragen. Wir kommen in Johannesburg morgens um 8.40 Uhr an, haben dann hier natürlich eine Stoppzeit und dann geht es weiter von Johannesburg nach Kapstadt, nach Cape Town mit den IATA-Codes hier in dem Fall. Um 11 Uhr geht's los und um 13.10 Uhr sind wir dann da. Ich sitze auf Platz 50A und das Ganze ist natürlich hier dann wieder eine andere Flugnummer. Zu Hause, wenn wir weiter zurückrechnen, man muss ja mindestens eigentlich immer 2 Stunden früher einchecken und ein bisschen Sicherheitsreserve, insbesondere wenn man mit der Eisenbahn unterwegs ist, muss man natürlich auch noch einplanen. Das heißt, ich habe jetzt hier schon meine ICE-Verbindung schon gleich eingetragen. Das heißt, ich muss also zu Hause, geht es um 17.36 Uhr los und der Taximann, der soll mich dann irgendwann gegen 17 Uhr abholen. Ja, das Ganze, das ist also hier schon gut durchgetaktet und hinten dran natürlich am Flughafen schreibe ich mir auch schon wieder so die wichtigsten Sachen auf. Natürlich Geld aus dem Automaten ziehen, habe ich ja schon mal so grob ausgerechnet, was man schon mal als erstes sich holen sollte. Ganz wichtig ist auch immer eine Wasserflasche schon gleich am Flughafen kaufen, insbesondere in warmen Ländern. Wer weiß, wo man dann irgendwann wieder einen Laden findet und deswegen schon gleich am Flughafen eine mitnehmen, auch wenn sie dann vielleicht ein bisschen teurer ist. Ja, und das Auto kann ich hier in diesem Fall um 14 Uhr abholen. Und völlig klar ist, wir sind hier natürlich dann erstmal in Kapstadt. Und zurück sieht das Ganze dann ähnlich aus. Um 14 Uhr musste das Auto dann wieder abgegeben werden. Am Flughafen spätestens, also muss ich um diese Uhrzeit sein. Ja, das hier ist der Rückflug, der Zug in die Heimat. Und dann wäre ich dann irgendwann gegen späten Vormittag wieder zu Hause angekommen. Damit haben wir dann jetzt erstmal in diesem Schritt den Rahmen der Reise weiter festgelegt. Und im nächsten Schritt geht es dann jetzt darum abzuschätzen, wie lange Zeit man denn in etwa brauchen wird, um von A nach B zu kommen. Im jetzt folgenden Schritt wird es so langsam wichtig, die Tabelle endlich dann mal mit Fleisch, mit Leben zu füllen. Und zwar in dem Fall mit den Orten, die wir aufsuchen wollen. Ich gebe zu, das kann ein Prozess sein, der muss nicht gleich beim ersten Mal klappen. Auch ich mache mir da so meine Gedanken, auch über mehrere Tage und vielleicht sogar Wochen hinweg. Und mache manchmal auch noch einen zweiten Versuch. Hier, das ist ja die Version linksrum. Ich hatte das Ganze auch schon einmal rechtsrum geplant. Ja, und am besten macht man sich jetzt parallel nochmal die vorhin gezeigte Landkarte auf. Und damit man das Ganze auch parallel noch grafisch so vor Augen hat. So, ich bin an diesem Tag gegen frühen Nachmittag angekommen. Das heißt also, ich habe mir gesagt, ein paar Kilometer kannst du trotz Jetlag noch fahren, damit du schon mal so ein bisschen Zeit aufholen kannst. Und zwar wollte ich an diesem Abend noch nach Lanesburg fahren. Ich hoffe, ich schreibe das jetzt auf die Schnelle alles gerade so richtig. So, Lanesburg. Dann sind wir am nächsten Morgen natürlich auch genau eben dort angekommen. So, an diesem Tag, da haben wir einen ganzen Fahrtag vor uns. Da geht es nach Bloemfontein, jawohl. Das heißt also, hier sind wir einen ganzen Tag im Auto. Das heißt also, wir sind auch hier, wenn wir dort abends ankommen, hier am frühen Morgen in Bloemfontein, jawohl.
dann, wenn wir mal so ein bisschen auf die Karte gucken, gibt es da mehrere Fahrtoptionen. Letztendlich habe ich es an diesem Tag geschafft auch. Und zwar bin ich dort in Johannesburg angekommen. Ich kurz das jetzt hier mal so ein bisschen ab mit Joburg. Ortschaften sind bei mir außerdem immer fett geschrieben. Das ist auch immer so ein bisschen was für die Optik. Und ich glaube, ja, wir wollten an dem Tag auch noch zeitlich einen Abstecher einplanen nach Pretoria. Und abends schlafen wir dann wieder in Joburg. Mal gucken, ob wir das an einem Tag so schaffen. Dann sind wir natürlich am nächsten Morgen auch eben wieder dort. Ja, ihr seht, das Ganze zieht sich jetzt hier so durch. Bis ich das jetzt hier alles eingetragen habe, dauert es natürlich einen kleinen Moment. Auch hier an der Stelle kürzen wir das Ganze wieder ab. So, wenn man das Ganze dann so schön ausgearbeitet hat, dann wird der Reiseverlauf in etwa so langsam klar. Und man kann hier dann zum Beispiel sehen, natürlich 2 volle Tage in Kapstadt einplanen, das ist völlig klar. Hier ist dann irgendwie so die Kap-Halbinsel mit ihren einzelnen Anlaufpunkten. Ja, und jetzt können wir das Ganze entsprechend erweitern. Ich möchte in Anbetracht der Tatsache, dass der Film hier nicht so lang werden soll, das Ganze jetzt nicht bis ins letzte Detail durchspielen. Deswegen machen wir jetzt sozusagen mal den absoluten Fast Forward. Und ich möchte euch natürlich jetzt mal im sozusagen abschließenden Schritt an der Stelle einfach mal zeigen, wie das Ganze dann fertig aussieht. Und anhand der fertigen Tabelle kann ich euch dann nochmal ein paar Tipps geben, die ihr dann möglicherweise noch bei eurer eigenen Reiseplanungstabelle anwenden könnt. Jetzt ist auch noch ein bisschen Farbe ins Spiel gekommen in diesem ja fortgeschrittenen Stadium unserer Tabelle. Und ja, was sehen wir denn jetzt hier eigentlich in dieser finalen Version im Vergleich zum Aufbau, dem ich hier in diesem Video ja doch ein bisschen mehr Zeit gewidmet habe? Neben den grau hinterlegten Transitzeiten fällt uns natürlich die weitere Färbung auf. Das soll die Tabelle auf den ersten Blick auch schon gleich ein bisschen für mich strukturieren. Der gelblich hinterlegte Teil, das sind in dem Fall Transitzeiten. Dann haben wir noch hier diesen orange-braunen Teil. Das erinnert ja auch schon so ein bisschen so an Safari, an Buschgelände. Das soll dann einfach der, ja eben Safari-Teil sein. Und um den Krüger Nationalpark. Dann haben wir im weiteren Verlauf hier der Tabelle noch einen grünlichen Teil. Das hat dann was mit der Gartenroute zu tun im südlichen Teil des Landes. Und schlussendlich weiter unten am Ende der Tabelle werden wir dann noch sehen die Region um Kapstadt. Und das Ganze liegt ja schon ziemlich nah am Wasser und deswegen habe ich das Ganze bläulich gefärbt. In der gesamten Tabelle werden euch vielleicht auch noch kleine Sternchen hinter den einzelnen Lodges oder Hotels auffallen. Das bedeutet ganz einfach, dass ich diese Bleibe schon vorreserviert habe. Ich habe hier natürlich nochmal eingetragen, wie viel Fahrtkilometer dazwischen liegen. Also in dem Fall hier unsere 264 Kilometer mit 3 Stunden. Ich habe eingetragen, wo ich denn dann des Abends nächtige. Das war hier in dem Fall in der Lanes Lodge. Da bin ich natürlich über Nacht. Das heißt, am Morgen bin ich auch noch eben dort. Und dann haben wir hier diesen gesamten Autofahrtag, den ich erwähnte, mit irgendwas um die 742 Kilometer, also ist man mit 6 Stunden 45 Minuten de facto den gesamten Tag auf der Straße. Ich hatte mir aber hier noch eine Option eingebaut. Vielleicht wollte ich an diesem Tag noch ein bisschen weiterfahren, deswegen habe ich hier auch noch aufgeschrieben, entweder zur einen oder zur anderen Ortschaft. Und deswegen hatte ich hier auch noch keine Hotelübernachtung oder dergleichen im Vorhinein gebucht. Das habe ich dann während der Reise sozusagen offen gelassen. Ja, dann haben wir natürlich anlässlich der beiden möglichen Punkte 2 verschiedene Entfernungen zu Johannesburg. Und in Johannesburg habe ich mir noch vorneweg einen schönen Fotospot rausgesucht gehabt. Den habe ich hier gleich mit den GPS-Koordinaten noch eingetragen. Ja, und dann sind es eben nur noch diese 1 Stunde Fahrt oder 60 Kilometer bis nach Pretoria gewesen, wo ich mir das Unification Building angesehen habe. Dann bin ich die 60 Kilometer wieder zurück und dann abends wieder in Johannesburg und dann wieder hier im Hotel. Das Hotel ist dann hier auch entsprechend aufgeschrieben. Naja, und prinzipiell zieht sich das Ganze so durch. Also, was könnt ihr sehen? Ich habe prinzipiell die Tage relativ gut durchdacht. Wo bin ich? Wie viele Kilometer muss ich fahren? Alles das ist hier eingetragen. Was ich auch noch an der Stelle erwähnen möchte, sind natürlich auch die einzelnen Sachen, die man sich vor Ort zum Beispiel anguckt. Da scrollen wir jetzt mal just for fun ein bisschen runter hier nach Kapstadt. Das hier sind so die Highlights, die man in Kapstadt möglicherweise machen kann. Das Ganze habe ich hier einfach mal aufgeteilt auf 2 Tage. Und vielleicht ist euch auch schon das aufgefallen, was hier in Klammer noch dahinter angegeben ist. 21a ist der erste Anlaufpunkt am Tag 21. Und das Ganze korreliert dann mit den GPS-Punkten, die ich in meiner Navi-Software im Smartphone eingespeichert habe. Das heißt, ich habe im Smartphone eine
Liste von 30, 40, 50 GPS-Punkten, die ich einfach nur noch vor Ort abspulen muss. Das heißt, am sechsten Reisetag suche ich mir den Punkt 6A raus und kann eigentlich direkt mit dem Auto dahin fahren. Das heißt, es ist bis ins letzte Detail durchgeplant und jeder muss natürlich selber entscheiden, ob er auf diese Art und Weise verfahren möchte, wie ihr hier seht. Aber der ein oder andere möchte natürlich auch ein bisschen freier vor Ort reisen. Aber das ist grundsätzlich eine Sache, wie viel Zeit hat man zur Verfügung, was soll es für eine Reise sein? Wie gesagt, ich würde zum Beispiel in den westlichen Ländern wie USA, Kanada, Australien, da würde ich mich auch einfach ins Auto reinsetzen und einfach drauf losfahren, die Reiseplanung komplett vor Ort machen. Aber es gibt doch manche Länder, da möchte ich eigentlich nicht so viel dem Zufall überlassen, sondern möchte auch ein bisschen einen roten Faden in der Reise vorneweg durchplanen. Ja, soweit die Einblicke in meine Reiseplanungstabelle. Das soll es für diesen kleinen Film hier prinzipiell auch schon gewesen sein. Vielleicht ist ja doch so der ein oder andere Tipp für euch dabei gewesen, um auch eigene Reisen und vielleicht daran anschließend auch eigene Filme ein bisschen vorausschauender zu planen. Natürlich gibt es immer auch einen besonderen Reiz, einfach aufs Blaue drauf loszufahren. Aber ich sag mal, für die normale arbeitende Bevölkerung, wo man doch immer nur mal einen gewissen Zeitblock zur Verfügung hat von vielleicht 2 Wochen oder 3 Wochen, vielleicht auch 4 Wochen, dann ist es vielleicht schon gar nicht so schlecht, wenn man schon im Vorhinein sich ein paar Gedanken macht, wie man aus dieser kompakten Zeit doch das meiste herausholen kann. Deswegen liegt es jetzt an euch, dem Video einen Daumen nach oben, vielleicht auch nach unten zu geben, das möchte ich euch überlassen. Viel wichtiger ist mir aber noch, dass ihr meinen Kanal abonniert. Ich träume ja immer noch von den 10.000 Subs. Die kommen sicherlich irgendwann mal. Und damit ihr auf jeden Fall einen neuen Upload nicht verpasst, bitte ich euch natürlich wie immer diese kleine Glocke noch einzuschalten, damit ihr auch die entsprechende Benachrichtigung bekommt. Ja, das soll es dann von mir aus auch schon gewesen sein. Bis zum nächsten Video und damit verabschiede ich mich mit vielen Grüßen aus irgendeinem fernen Land.